der Stadt, die außer ein paar Kneipen nichts zu bieten hat. Ein paar Punker gibt es noch, die für Bier sogar bezahlen, zwischen Banken und Fassaden der Firmenzentralen. Ein weiter Stadtteil ist infiziert, ne weite Firma, die investiert. Ein Stückchen Kultur, das hier grad stirbt. Und zum Viertel gentrifiziert. Wo ist denn nur hin? Der Schmutz in dieser Stadt, der Geist und der Charakter, der hier geatmet hat. Den Kiez gibt es noch immer und hier wohnen auch noch Leute. Doch es kommen Investoren, die machen fette Beute. Ein weiter Stadtteil ist infiziert, ne weite Firma, die investiert. Ein Stückchen Kultur, das hier grad stirbt. Und zum Viertel gentrifiziert. Nach der Räumung des Hauses 34 in Berlin. Aufschuss in Flammen, die Polizei in Alarmbereitschaft. Es kommt zu zahlreichen Festnahmen. Die Stimmung bei den Demonstranten ist aufgeheizt. Bei den Ausschreitungen kommt es auch zu vereinzelten Sachbeschädigungen. Neben der Polizei haben auch die Berliner Feuerwehrleute in dieser Nacht viel zu tun. Ein weiter Stadtteil ist infiziert. Eine weite Firma, die investiert. Ein Stückchen Kultur, das hier anschirbt. Unser Viertel gentrifiziert. Gentrifiziert. Gentrifiziert.